Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Flash LP, nach 5000 Jahren Abstinenz und Pause. Ja, ich war ja mit Umziehen beschäftigt, ne? Habe ich auch geschrieben auf Facebook und so weiter und habe deswegen auch sehr lange kein Internet gehabt. Und ja, jetzt muss ich euch ein paar Neuigkeiten erzählen. Und zwar, erstens mal habe ich keine 50K-Leitung mehr, sondern nur noch eine 16K-Leitung. Deswegen habe ich auch nur noch 1K Upload und keine 10K Mbit. Das bedeutet, ich kann mit 40 Mbit nicht mehr rendern, weil da dauert es 8 Stunden, bis ein Video hochgeladen ist und das ist zu lange. So, deswegen rendere ich wieder mit 12 Mbit. Klar, die Qualität wird drunter leiden, es wird auch nicht mehr so schön aussehen wie vorher. In meinen Videos wird ein bisschen verpixelter sein, aber man wird auf jeden Fall was erkennen können, hoffe ich mal. Je nach Spiel halt mehr oder weniger. Und ja, und da bin ich jetzt bei 15 Minuten Videos und habe dann eine Upload-Zeit von ungefähr 2 Stunden, je nachdem wie YouTube gerade drauf ist. Da hinten kommt die Dinosaurier. Und wie ihr sehen könnt, ich spiele gerade Stomping Land, ne? Stampftes Land oder Stampedenland oder wie auch immer. Weil ein paar Leute das mal wieder sehen wollten. Ich muss es leider offline spielen, also im Solo-Modus, weil im Multiplayer habe ich immer einen schwarzen Bildschirm, wenn ich aufnehmen will. Ja, voll cool. Und warum ich das spiele, liegt daran, dass angeblich soll es auf Unreal Engine 4 umgestellt worden sein. Aber irgendwie sieht es noch genauso aus wie die Unreal 3 Engine. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch noch nicht umgestellt. Also auf jeden Fall durch die letzten 3 Patches geändert wurde, ist die Population der Dinos, wie man sehen kann. Man spawnt jetzt auch in der Mitte von der Insel, am Strand, an der Mitte, in der Mitte. Sehr viele Dinos gibt es jetzt. Und es gibt auch neue Dinos, diese, oder einen neuen Dino, diesen ganz großen, diesen, ich kenne nur aus dem Trickfilm, Langhals, Dinosaur, Brachiosaurus heißt der, glaube ich, oder so ähnlich, ja. Und ja, und die Dinos sind halt jetzt extrem zahlreich auf der Insel verteilt. Das bedeutet, man hat eigentlich gar keine Chance mehr, irgendwie so mal ein bisschen was zu gucken, ohne direkt auf die Fresse zu kriegen. Ich versuch's jetzt trotzdem mal. Ach so, und ich bin erkältet, deswegen höre ich mich ein bisschen komisch an. Manche sagen, ich höre mich immer komisch an, aber naja. Gut. Es ist gut, dass viele Dinos da sind, weil man kann auch viel zeigen. Auf der anderen Seite, es ist auch gut, weil es gibt jetzt mehr PvE anstatt PvP, weil man halt wirklich mehr auf die Dinos achten muss. Was ich blöd finde mit den neuen Patches ist das Crafting-System. Und zwar, es gibt ja auf der Leertaste dieses schöne Menü. Ist ganz nett, ja. Da sieht man hier, was es alles gibt. Gibt's neue Sachen wie eine Rauchfalle, eine Lounge. Keine Ahnung. Vielleicht wird er dann zum Mond geschossen, der Dino. Eine zum Anlocken eine Falle. Barrage. Was ist eine Barrage? Keine Ahnung. Und eine Pfeilfalle. Ey. Oh Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will das zeigen, weil die greifen auch an. Die greifen alle an. Die sind alle böse, außer die ganz kleinen. Und ich kann hier gar nichts zeigen in Ruhe, weil die mich alle töten wollen. So. Und da seht ihr auch direkt, es gibt neue Ressourcen, ja, hier, Ugly, also so hässliche Federn halt, ne, hat jeder Dino, wer kennt sie nicht, die Dinos mit hässlichen Federn, ja, weil die haben auch so, sie sind auch so voll gefiedert hier, ne, mit ihrer Lederhaut, also, ja, egal. Auf jeden Fall, und dann so Glibber, Glob of Saliva gibt's jetzt, und für viele Sachen brauchen wir jetzt auch Knochen. Zum Beispiel, um einen Käfig zu bauen. Also es ist schon schwieriger, jetzt einen Tipi zu bauen. Ey, hör mal auf, mir dauernd Angst zu machen hier mit deinen Geräuschen. Und ja, das ist alles noch leer. Dinosaurierarten sind auch noch leer. Also man kann, Crafting funktioniert jetzt so, dass man da auf Craft geht. Und dann hat man hier die Sachen, die man eingesammelt hat. Und kann die dann hier unten hintroppen. Und dann kann man bauen. Und da kommen wir schon zum nächsten negativen Punkt. Es gibt keine Kisten mehr zum Ziehen. Hallo, wie geil war das denn, seine Kiste rumzuziehen und da kommen andere und klauen einfach die Sachen. War zwar manchmal ärgerlich, aber auch lustig. Jetzt guckt mal. Jetzt ist das so, ja. Erstens mal kann man immer gedrückt halten. Der hackt dann dreimal und dann steht hier plus 1 Wood. Habt ihr das gesehen? Moment. Plus 1 Wood. Plus 2 Wood, plus 2 Tree Sap. Also es gibt keine Kiste mehr. Und Holz, was man hinlegt und dann Stein und dann schön mit der Schnur hier so rumziehen. Was eigentlich immer voll geil war. Das ist voll scheiße. Warum ändern die sowas? Ich bin ja für Verbesserung, ja, aber das ist ja eine Verschlimmerung und keine Verbesserung. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen oder schreiben, besser gesagt. Ich finde das voll blöd, keine Ahnung. Es gibt jetzt mehr Ressourcen, aber so wie man die jetzt abbaut, das ist ja voll langweilig. Man läuft da rum, es fällt auch kein Baum um wie in The Forest oder so. Ne? So
Plus, toll. Plus, ja, geil. Plus, wieder Plus. 1 Plus mit Sternchen. So, guck mal. So, ne? Dann gehen wir hier drauf. Crafting, wo ist es? Hier, das habe ich jetzt gesammelt. 7 von den Sepp, von den Seppels und Wood 11. Und dann tut man das, glaube ich, hier so runter, ne? Und dann ist es noch umständlicher. Dann muss ich jetzt aussuchen, wie viel ich benutzen will davon. Und je nachdem, wie viel ich da unten einstelle, erscheint dann hier das, was ich bauen kann. Plupp, und da geht's wieder zurück. Also es gibt, das Zeug ist jetzt im Inventar, es gibt keine Kiste mehr. Ah, nein. Und die Dinos bewegen sich immer noch komisch. Ich meine, sieht ganz nett aus, aber immer noch irgendwie, keine Ahnung. Ja. Die Modelle sehen noch genauso aus, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Ich habe es ja ewig nicht mehr gespielt. Es kann man ja auch auf Steam nicht mehr kaufen. Vielleicht haben sie es wieder geändert, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man es auf Steam nicht mehr kaufen. Und da hieß es ja schon, wieder einer, der Geld kassiert hat. Early Access und sich jetzt aus dem Staub macht. Und ja, und die Leute gucken jetzt blöd aus der Wäsche. Oder aus dem Lendenschurz, so wie hier. Ja. Also die da hinten, die greifen mich auch an. Ein Treffer und ich bin tot. Das habe ich alles schon getestet. Unfreiwillig. Ich wollte eigentlich nur Holz abhacken, da ist er gekommen, hat mir seine Keule auf die Nase gehauen, aber richtig. Man hat auch keine Chance wegzurennen. Also sie sind 5 Millionen Mal schneller. Das ist ungefähr so, als würde man selbst so wie eine Schnecke laufen und. Oh, da hinten, die machen Breakdance. Ach nee, die kämpfen. Ja. Und der ist halt so wie Lichtgeschwindigkeit, ne? Der hat einen direkt. Man fängt an zu rennen, bumm, dann liegt man schon auf dem Boden. In der geilen Animation. Und jetzt killt er den nächsten. Also, was ein bisschen blöd ist, die Fleischfresser-Dinosaurier und überhaupt alle Dinosaurierarten, ja. Die sind jetzt überall. Vorher war es ja so, die Fleischfresser und der Kram war in der Mitte von der Insel und so außen am Wasser waren so die kleinen Dinos. So wie es in Jurassic Park ja immer gesagt wurde im Film. Dass, wenn ihr am Strand bleibt, dann seid ihr in Sicherheit, weil die Fleischfresser, die sind alle in der Mitte. Ist eine Theorie, glaube ich, von Archäologen. Heißen doch Archäologen, ne, die die Knochen ausgraben. Oder sind das extra andere Urologen? Urologen, keine Ahnung. So. Was ich noch sagen wollte, wegen Watch Dogs, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ist ein ganz anderes Thema, auf jeden Fall. Watch Dogs spiele ich ja nicht mehr gerade, weil ich einfach gerade keine Lust habe. Und ich muss auch dazu sagen, durch meine Arbeit momentan, ich habe auch nächste Woche wieder Spätdienst, habe ich gar keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Jetzt am Wochenende habe ich mal Zeit, ein bisschen, aber die meiste Zeit, deswegen kommt halt kaum noch was von mir. Weil erstens mal wegen der Leitung, weil das viel länger dauert als sonst, ne? Ich muss ja den Computer viel länger laufen lassen und dann muss ich noch arbeiten. Frühschicht geht, da kann ich abends aufnehmen, ist kein Thema, oder nachmittags. Wenn ich mal nicht im Fitnessstudio bin, was ich auch noch machen will. Und YouTube war ja immer nur ein Hobby. Und ja, im Moment kommt das leider ein bisschen zu kurz. Tut mir leid, aber Arbeit muss halt sein, ne? Nächste Woche habe ich Spätdienst und dann kann man es mit dem Aufnehmen eigentlich komplett vergessen. So, hier ist das genau das gleiche Spiel, plus eins Rock, plus eins Faltenrock. Also gibt es alle Röcke, kurze Röcke, Miniröcke, zwei Röcke. Ja, super. Gucken. Es ist jetzt auch viel schwieriger, die Sachen halt zu bauen. Für so einen blöden Pfeil-Bogen-Kram brauchen wir jetzt voll die Sachen. Ich guck jetzt mal, was kann ich denn hier bauen? So, Torch. Seht ihr? Zwei Holz, und ein Stein, Torch. Jetzt stehe ich halt da, so wie es vorher immer war, mit der Kiste. Und da habe ich meine Torch. Und ihr seht schon, das Feuer sieht anders aus. Aber irgendwie schlechter. Guckt euch das mal genau an. Es zappelt irgendwie in der Luft und sieht irgendwie voll. Keine Ahnung. Fallen lassen kann man das auch. So wie es halt immer war. Und aufheben kann man es auch. Immer noch. Und diese Blubber-Glob-Dinger kriegt man wahrscheinlich aus dem Wasser von irgendwelchen Quallen oder so. Keine Ahnung. Ach ja, und ja, guckt euch das mal an. Das ist so unlogisch. Die laufen noch niemals am Strand rum, diese dicken Dinos. Ja, und der geht jetzt schwimmen. Ja, hallo, kriegst mich niemals im Wasser. Ja, Arschlecken. Oh, seht ihr? Oh mein Gott! Und ich habe nur meine komische Axt. Aber jetzt ist er aber langsamer. Haben die wieder gepatcht? Oder war ich letztes Mal einfach zu nah dran? Kriegst mich niemals. Du dicker, fetter, hässlicher Dino. Ihr seht auch, die KI ist immer noch Premium. Ne, der da hinten versucht, irgendwie den Stein zu besteigen. Ja. Diese Triceratops, oder das ist ja so eine verwandte Art, die laufen eigentlich immer in der Herde rum. Es wundert mich auch, dass die alle so einzeln rumlaufen. Irgendwie, keine Ahnung. Also Stomping Land ist irgendwie. Ach, ich habe keine Ahnung, was die halt machen, die Entwickler. Die versuchen das irgendwie zu verbessern. Jetzt haben die das Inventar so ein bisschen verändert und einiges schlimmer gemacht. Und irgendwie, Hauptsache, wir haben was gemacht. Egal, ob es gut ist oder schlecht. Scheiß drauf. So kommt mir das vor. Ne? So.
Ja, das wollte ich nur mal so kurz sagen und zeigen und ansprechen. Und habe ich mehr Muskeln bekommen? Oh, ich bin so trainiert, ey. Ich gehe erstmal zum Baum. Ja, keine Ahnung. Also Stomping Land wird wahrscheinlich auch die nächste Zeit nichts mehr kommen. Weil, was soll ich da zeigen? Das mit Inventar regt mich voll auf, ich will meine Kiste wieder haben. Ach ja, was ich eben sagen wollte. Man braucht auch für Sachen herzustellen, braucht man einen Schädel von Dinosauriern. Wo war das denn? Hallo? Hier. Da brauchst du einen Schädel von dem, zweimal Schädel von dem und Schädel vom Fleischfresser für ein Totem. Hallo? Das ist ja sau schwer. Ich meine, diese Fleischfresser, ich habe keine Ahnung, ich glaube, die muss man im Rudel, nee, wie heißt das bei den Menschen? In der Gemeinschaft zusammen muss man die platt machen, weil alleine mit dem Speer oder mit dem Bogen hat man keine Chance. Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Vielleicht haben sie das ja auch geändert. So, was kann die Palme? Wood, ja, war klar. Wood. Woody Woodpecker. Ja, wie gesagt, Watch Dogs ist pausiert momentan, weil ich gerade keine Lust habe, es weiterzuspielen. Keine Ahnung, ist irgendwie voll die Luft raus. Macht zwar noch ein bisschen Spaß, aber ich habe ja auf GTA gewartet und das wurde jetzt verschoben und du rennst mal weg von mir, genau. Ansonsten, Alien kommt jetzt bald raus. Isolation. Das wollte ich jetzt auch wieder aufnehmen. Mit Facecam dann wieder, weil es ja Horror und so, ne? Du müsst ja meine Visage sehen, wie ich mich immer erschrecke, mir in die Hose scheiße. Und FIFA 15 spiele ich zurzeit viel, aber na, da gibt es im Moment nichts zum Aufnehmen irgendwie. Pro Club spiele ich da, ne? Diesen selbst erstellten Spieler. Was? Ja. Und Evolve wurde ja auch verschoben, das ist dieses Koop-Ding von Valve. Ansonsten kommt ja bald das Add-on für WoW raus, was ich mir ja schon vorbestellt habe vor ein paar Monaten. Das werde ich dann wahrscheinlich auch zeigen, weil wegen neue Charaktermodelle und so weiter. Wildstar wollte ich eigentlich noch spielen, mit jemand zusammen. Aber da habe ich auch irgendwie gerade keine Lust. Das ist immer so, wenn man viel arbeiten muss. So im Real Life, ne, dann hat man irgendwie für MMOs keine Zeit oder gar keine Lust mehr, dann auch einen Computer anzumachen und irgendwie da noch raiden zu gehen oder so, wenn man eh kaum noch Zeit hat. Das ist irgendwie. Das ist doch irgendwie, ne? Und Star Wars wollte ich eigentlich auch mal wieder zeigen, weil da gibt es ja jetzt diese Gilden, Schiffe, glaube ich, oder Stationen. Ne, Schiffe, glaube ich, war es. Gab es ein Update. Da habe ich ja schon ewig drauf gewartet, dass man halt zusammen mit der Gilde so einen fetten Sternzerstörer hat und dann halt gegen andere so kämpfen kann. Voll geil. Komm, ich sag mal ein bisschen Wut, weil ich gerade voll gut gelaunt bin. Ah, oh Mann, ey. Ah ja, Murdered Soul Suspect nehme ich jetzt demnächst wieder auf, weil, ne, ist auch bald fertig. Ich glaube, ich habe noch nie so lange für ein Projekt gebraucht, aber das ist halt nur wegen dem Umzug, ne, weil ich die ganze Zeit kein Internet hatte. Dann hatte ich Internet und hatte ich aber keine Zeit zum Aufnehmen. Und das Problem ist, mit diesem 1 Mbit Upload kann ich auch kaum noch gescheit streamen. Also 720p geht, glaube ich, noch. Aber man braucht ja immer ein bisschen Puffer, man kann die Leitung ja nicht komplett ausreizen und da sieht die Qualität zwar einigermaßen gut aus, aber es ruckelt ein bisschen. Ich muss das nochmal irgendwie testen, keine Ahnung. Weil wenn die Uploads so lange dauern beim Hochladen und dann noch Rendern alles, dann wäre es vielleicht mal eine Alternative, so ein bisschen mehr zu streamen. Wie sieht denn das Wasser aus? Das soll Unreal 4 sein? Das ist Unreal 0,02, ey. Oh, Fleischfresser. Oh, das Rutschen gibt's noch. Die Kiste haben sie weggenommen, aber Rutschen gibt's noch. Yippie. Rutsche in den Tod. Ja. So, wir haben jetzt schon fast 14 Minuten wieder und dann werde ich auch die Folge gleich wieder hier beenden, weil ich mache nur noch 15 Minuten Videos. Mit meiner super Gurkenleitung ist das halt das Maximum. Ja. Oh, du bist schneller. Okay. Haha, vorbei. Aua. Oh, es gibt jetzt Musik, wenn man stirbt. Also ihr seht schon, die Hitbox, der war jetzt, glaube ich, 2 Meter hinter mir und hat mir irgendwie den Arsch abgebissen. You are dead. Flash LP has died. Expertise 22. Super. Respawn Location. Okay, dann respawn mal. Ja, seht ihr, ne? Strand. Also wie gesagt, so glaube ich hier in der Nähe. Auf der anderen Seite. Seht ihr? Da ist der große Dino. Ha, da kann ich dir noch zeigen. Komm schnell. Schnell. Ich werde mich. Das ist ein Brachiosaurus. Die haben diese komische runde Schnauze und so einen Kamm auf dem Kopf. Hilfe! Oh mein Gott. Schwimmen ist geil, macht voll Spaß. Kann ein bisschen verbuggt. Guckt euch das mal an. Aber warum gibt es da nur einen? Ey, die hätten da viel mehr reinmachen können. So voll die Herde und so. Jetzt geh doch, bleib doch mal stehen. Wenn du ins Wasser gehst, kann ich schon nichts von dir zeigen. Bleib doch mal stehen. Bitte. Greifst du mich an? Hallo? Du bist ein Lieber, du bist ein Pflanzenfresser-Saurus. Ey, der läuft auf dem Wasser. Cheater.
Ach nee, hier kann man laufen. Wow, cool. Guckt euch das mal an. Das, sowas ist geil. Die wollen ja mit den ganzen Updates, oh, jetzt bin ich schon wieder gleich über der Zeit, weil dieser Typ da einfach in meine Aufnahme kommt. Die wollen ja mit der Zeit noch richtig viele Dinos reinpatchen, aber so Dinos brauchen wir mehr, ey, ohne Spaß. Weil sowas, sowas ist cool. Wenn der da so rumstampft und voll die Party abgeht, guckt euch das mal an, wie krass. Komm, mal gucken, ob der die jetzt platt macht. Oh, und wie geht's dir heute? Oh ja, das Gras schmeckt heute besonders gut. Dann kommt der von hinten, toll. Oh, der läuft wirklich weg. Hilfe! Oh, wie cool. Ist schon fett. Ja. Nicht schlecht. Gut, Leute. Finde ich gut, dass ich den auch nochmal zeigen konnte. Da hinten ist übrigens der Typ, der mich umgebracht hat, glaube ich. Seht mal, auch Anti-Aliasing. Man kann übrigens immer noch nichts einstellen. Keine Option, kein Anti-Aliasing, gar nichts. Nur die Auflösung. Ja, gut. Alles klar, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge Stombingland mal wieder. Und wenn ihr Vorschläge habt für Projekte, ein paar Leute haben mir schon geschrieben, wegen The Crew, keine Ahnung, habe ich noch gar nichts davon gehört. Muss ich mir mal anschauen. Könnt ihr mir Vorschläge machen? Arma 3 wollten die Leute auch mal wieder sehen. Kann ich auch mal wieder aufnehmen. Bisschen Altes oder Epoch gibt es ja jetzt, glaube ich, auch bei Arma 3. Und ja, schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr gute Spiele im Auge habt, wo ich vielleicht noch gar nichts davon gehört habe. Oder wenn ihr mal wieder Spiele sehen wollt, die ich schon lange nicht mehr aufgenommen habe. Dann sagt Bescheid. Watch Dogs, wenn ihr das sehen wollt, nehme ich es auch wieder auf. Ist kein Thema. Wie gesagt, die Folgen kommen halt nicht mehr regelmäßig, weil wegen Arbeit und so und Freizeit. Oh, da ist noch einer. Cool. Alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Und wir sehen uns. Euer Flash. Ciao.